Hallo Menschen, in der letzten Folge haben wir die Packer-Punch-Maschine freigeschalten, beziehungsweise Dalo hat die freigeschalten und unser Zombie ist genau am Ende leider noch gewiped, deswegen sind wir in der nächsten Welle gelandet. Direkt am Anfang der Welle haben wir aufgehört zu spielen und jetzt könnt ihr gerne sehen, wie es weitergeht. Schaut auf jeden Fall bei Kundran und bei Dalo vorbei, die sind unten verlinkt und schreibt mir gerne in das Video unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Wir sehen uns gleich in der Folge. Hey. Oh fuck, ich bin im Wasser. Ist ein Insta-Kill. Ich bin. Ja, du kannst jetzt kämpfen, Kunran. Ja, ich bin leider down gegangen. Wie bist du da ins. Ja, ich hatte Zombies hinter mir und. Wie komme ich da hin, wo du bist? Ich bin dort gleich, oder? Nee. Ich leider auch, weil ich nicht weiß, wie ich aus dem. Also, wo. Ich bin da. Brauchst du Hilfe, Diego? Oder bist du zu stolz, darum zu bitten? Vielen Dank. Bitteschön. Ich weiß nicht, ob noch einer lebt. Ich sehe keinen. Ich hab noch einen. Okay. Da sind noch mehrere sogar bei Dalo. Zwei Stück. Da ist auch noch einer. Ja. Ich versuche erstmal wieder hochzukommen. Der Backup-Punch ist wahrscheinlich an allen Maschinen, oder? Au. Au. Geht das klar, Items? Wo bist du? Ja, ich bin gerade im Wasser. Du bist im Wasser. Das ist kein Problem. Sollen mir ja nachkommen, dann ist alles gut. Sind die mir nachgekommen? Oh ja, oh Gott! Ja. Da kommen die auf. Oh Gott, da ist noch einer! Hallo Zylindermann, Alter! What the fuck? Dalu, du spielst mit? Nee. Mal ohne Scheiß. Der sieht halt echt aus. Das Problem ist, das ist halt nur eins von vielen Rätseln, beziehungsweise nicht mal ein Rätsel, den Pack-and-Punch freizuschalten, ist ja meistens das muss ja gehen, das ist ja nicht so schwer. Was haben die Symbole auf sich und das The Change the agents of change is to change everything. Da haben wir drei aktiviert auf einmal. Warum? Du meinst das? Ein Agent des Wandels. Ne, wenn du Tab drückst. Tab und das links unten meinst du. Genau, da sind jetzt drei Dinger rot. Ja. Davor waren immer zwei rot, bis zu dem Packer-Punch hab ich schon gesehen. Zwei hatten wir die ganze Zeit. Ja, und ich habe aber auch schon mal gesehen, dass nur eins rot war. Hier am Anfang. Ist die Werkbank. Ja, am Anfang war nur eins. Du kannst die Teile, glaube ich, auch drauf machen. Das muss nicht ich machen. Zusätzliche Teile erforderlich, steht bei mir. Das kann sein, dass das eine andere ist. Für ein anderes Item. Hast du noch ein Zombie-Items? Ja, habe ich. Ich geh grad mit dem Gassi, ne? Ist ein netter kleiner Burschi. Jo, voll. Du bist so knuffig. Ich kann die Leine nehmen. Ja, der sieht auch gut aus, muss man sagen. Er hat auch einen Anzug an. Ja, also, dem würde ein roter Anzug aber besser stehen, muss ich sagen, ne? Ja, das ist auch immer. Ja? Das ist jetzt der komische Weg, den man noch freischalten kann. Was sagt uns denn der. To change the agents of change is to change everything. Was will er uns damit sagen? Wir hatten irgendwo noch eine 2000er-Tür. Viele Durchgangstüren, finde ich. Ja, ich habe noch irgendwo. Warte. Wenn ich ins Treppenhaus komme und da, wo Odin war, glaube ich. Odin ist hier unten im Maschinenraum bei mir. Wir sollten alles. Das nächste, was wir jetzt machen müssen, ist ein Pack-a-Punch und die Perks frei spielen. Also mit Kills. Also wir haben hier unten ja noch was Rotes. Das ist ja diese Schnellreise, ne? In den Maschinenraum. Ja. Kostet die Geld? Ich kann mal kurz an ein anderes Portal gehen. Die Pack-a-Punch-Maschine ist im Turbinenraum, steht hier. Die Pack-a-Punch ist hier nicht überall an all den vier Geräten. Im Turbinenraum steht hier. Das heißt, da, wo wir gerade waren. Ich stand nämlich vor ihr. Der Teleporter kostet 500 Items, nur damit du Bescheid weißt. Okay, super. Und Odin kostet 5000? Ist doof? Ja, Odin ist ja auch das mit Special. Oh ja, ich sehe es. Das würde meinen Berserk freischalten. Dann würde ich nicht mehr down gehen in Eliminator, sondern würde die ganze Zeit Leute umbringen können. Ja, also von mir aus, dann sucht euch einen Ort, wo ihr sicher seid. Jetzt geht's darum, ein paar Zombies zu killen. Egal mit was? Oder wie ja, jetzt das? Halt Hauptsache Geld machen ab jetzt. Das wird ein bisschen dauern. Ich würde ungern im Maschinenraum bleiben. Ich versuche dann gerade mal nach oben zu gehen, während ich ihn kite. Ja, ich versuche auch gerade. Weil das mir zu riskant. Wow! Was los? Hast du gut gemacht, Katze. Ja, ich habe die Treppe nicht gefunden und wollte in eine Richtung laufen, wo kein Weiterkommen war. Jetzt haben wir bei dir da nur? Nee.
Bei mir. Boah, das war hier so laut gerade, der Schrei war hier so laut, dass ich dachte, der müsste hier sein. Ich komme ja gerade nach oben. Ding. So. Ich bin jetzt gerade unter euch, komme jetzt gleich raus. Hier. Ne, ihr seid da oben. Frag mich echt, warum wir drei Symbole haben. Nämlich gleich. Ich denke, hier oben können wir am besten freikämpfen, oder? Ja, aber können wir auf jeden Fall. Es geht immer nur darum, macht es Sinn, mit vielen Leuten auf einem Ort zu sein? Ja, du kannst ihn killen. Kann ich? Okay, ich gehe mal ein Stückchen weiter nach vorne. So, von hier aus. Bin jetzt gegenüber von euch, ne? Hunderunde? Es kommt Musik. Oh, Hunderunde. Ja, stimmt, ja. Jetzt habe ich Musik, ja. Das bedeutet, die sind schnell down, aber die explodieren, glaub, ne? Der ist nicht explodiert. Oh Gott, was bist du denn hier? Oh Gott, Tibotti. Ja, bin down. Warum? Weil ich von einer geschlagen wurde, direkt von der zweiten und als ich durchgesprungen bin, direkt in eine reingesprungen bin. Oh, du siehst aus, als würdest du explodieren. Ne, hier ist irgendwas Grünes. Dankeschön, Dankeschön. Was, wie sieht's denn aus? Ja, hier ist ein Special-Zombie, so ein eingefrorener. Wir haben zwei davon. Ja, bei mir ist auch irgendwas Special-mäßiges. Gibt's eigentlich Teambeschuss? Ich hoffe nicht. Nee. Oh Gott. Die Eingefrorenen halten viel aus. Und die frieren die anderen Zombies ein. Wenn die daneben sterben, dann halten die mehr aus. Wir haben einen Crawler, das ist schon mal gut. Obwohl, die Eingefrorenen halten gar nicht, also die... Wir haben Insler, wir haben einen Nuke, wir haben einen Nuke. Ja, mach mal. Was? Okay. Gibt halt auch Geld. Ihr habt jetzt eine Runde noch, dann habt ihr 5k. Ich habe den Tod nicht nur einmal ausgetrickst. Wenn ich mich so umschaue, wird es auch nicht das letzte... Denkt an eure Perks da unten, die ihr habt. Ihr habt auch noch dieses an eine random Stelle porten. Oder markierst du zu deinem eigenen Vergnügen den großen Macker? Ich habe meinen Ulti nicht mehr. Du hast sie gerade geopfert für mich, ne? Ja, ja, ich, da musst du damit rein. Aber ich habe halt eine relativ gute Waffe. Also eine wirklich sehr gute Waffe für die Runde. Warum ist der explodiert? Ich bin down. Oh Gott. Immer laufen. Also eigentlich nie stehen bleiben. Geh mal runter eben. Was ist das für ein Rot? Ach, das ist Teleport. Treffen wäre schön. Insta-Kill. Ist Kunde noch am Leben? Ja, ich lebe. Insta-Kill bedeutet Messer jetzt einfach? Ja, egal wie. Kannst auch abschießen, wenn zu viele sind. Weil dann hauen dich ja trotzdem, wenn da mehrere sind. Ja. Versuch die. Habt ihr noch einen? Ich sehe nicht glaube, mehr viele. Ich glaube, nur noch ein Spezialzombie übrig. Scheiße. Boah, Alter! Ja, aber der bleibt, glaube ich, zwischendurch stehen und macht irgendwas Blitzmäßiges, oder? Lassen wir den mal. Ja. Ja. Okay. Ich glaube, ich würde den Pack-a-Punch holen. Ich brauche Muni. Oh, oder hole ich das mir. Perk. Weiß einer, wo Odin war? Odin war auch ganz unten. Nee, Zeus. Shit. Zeus war... Nee. Ah, ich hole erst den Pack-a-Punch. Ich will es den Zuschauern zeigen und ich will wissen, ob es diesmal wieder cool ist oder wie in den letzten Teilen. Was ist das für ein Geräusch? Ich höre irgendwie den Kraken oder so. Ach, bitte nicht. Ich beobachte Items und den Zombie. Also würdest du nicht auch irgendwie Ding holen? ich will mir eigentlich ganz gerne Muni holen für meine Waffe, aber ich weiß nicht mehr, wo ich sie gekauft habe. Okay, da Truhe, okay, stimmt. Ich erinnere mich. Okay, wie geht's dir, Kleiner? Ich habe den Ruined Revenger. Ja, schade mit dem. Ich mag das Design nicht. Ich hab dich. Lass mich jetzt nur rauskommen, dann können wir. Also, oder was willst du dir holen, Items? Ich brauche eigentlich nur Muni für meine Primärwaffe. Also ich müsste eine Kiste holen, theoretisch. Weil meine kommt aus der Kiste. Aua, dankeschön fürs Hauen. Oh, oioioioioi, aggressiver Dude, Alter. Unhöflicher Dude. Hä, was ist denn jetzt los?
Er hat seine Pubertät, jetzt greift er dreimal an. Nochmal? Willst du nochmal? Ja, ich müsste raus sein. Also entscheide du, wenn du den Muni, wenn du den Muni holen willst, muss ein anderer das Ding nehmen. Komm mal, Items. Blinkender Wechsel. Ja, ja, lauf einfach, er müsste hier runterkommen. Ich bin nochmal auf der Suche nach ein paar Symbolen. Ich weiß halt nicht, wo die Muni ist. Ich würde eine Kiste suchen, wenn ich ehrlich bin. Oder ja, hast du die Runde schon eine? Eine Kiste? Ja. Die Kiste kannst du öfter pro Runde benutzen. Echt? War das der Punch, ja, den man nur einmal benutzen konnte? Nee, auch. Glaube ich, den kannst du öfter pro Runde benutzen. In World War II war es anders. Die Kiste siehst du da hinten. Ah, okay, ja, da. Ich bin ja auf der Suche nach komischen Symbolen. Nach der komischen Symbolo. Ich hätte den Zombie verloren. Ich glaube, er ist gerade gestorben, oder? Nein. Irgendwas stirbt aber gerade. Castet fröhlich vor sich hin. Okay, ich habe eine Waffe. Hat sich gelohnt einigermaßen. Wow, knapp. Ich habe fast die Treppe nicht getroffen. Da. Ich hatte gerade irgendwie Piepen von meiner Stoppuhr. Ja, das ist, der ist echt chillig zum Kalten. Du musst einfach nur aus der Schussbahn kommen, ne? Ja, du musst, er ist aber auch einfach langsamer als du. Ich laufe mit ihm hier einfach gerade um im Kreis. Ist der knuffig? Können wir den behalten? Der muss jetzt, eigentlich schon, ne? Lass ihn uns irgendwie umtaufen. Ich meine, der macht doch so einen Scream nach vorne. Wir könnten ihn kaputt so taufen. Oh, jetzt hat er mich lieb. Da war er nicht mehr zufrieden. Okay. Kapuze, du darfst auch, das war unter sein. Das du, war. Du darfst auch anders heißen. Für ihn. Was soll das denn? Hä? Hagelt's bei dir? Oh. Hallo. Wir können auch immer noch irgendwelche Türen aufmachen, glaube ich, oder? Oder haben wir alles? Wir haben, ich glaube, ein, zwei Durchgänge fehlen noch. Ja, ich glaube auch, uns fehlt ein Weg noch. Man kann da runterspringen. Mit so viele kleine Zimmer. Müssen wir die leuchtenden Symbole finden? Und wenn ja, was dann? Der Mond ist doch... Wir haben ja den Mond gefunden noch. Aber der leuchtet nicht. Den finde ich auch gar nicht. Auf dieser Tab-Liste. Oh, zu spät. Ai, au. Wenn ihr ihn killen müsst, mach. Ich komme schon. Nö, alles gut. Hier ist der Mond. Aber ich kann damit, glaube ich, nichts tun. Ich habe einfach nur Risky Business mit dem gerade gespielt. Er hat den Mond jetzt zwar nochmal gefunden, aber der hat mir auch nichts gebracht. Zumindest nichts, was ich mir erhofft habe. Hallo. Der ist einfach explodiert! Ja. What the fuck? Ich bin vorne aus dem Schiff raus. Wie es den zerfetzt hat. Als großes Abenteuer zu sehen. Mein Vater dachte wohl, du wärst nicht so einfach gestorben. So, denkt an, die Zombies halten jetzt mehr aus. Ihr habt noch keine gepunchten Waffen. Stimmt, Runde 10. Könnte jetzt nicht auch schon der erste Boss kommen? Einige der Eigenschaften, die Senior Rhodes am meisten an mir bewundert hat. Ich hatte gehofft, dass du das ähnlich. Wenn ich jetzt treffen würde. Yo! Was der Alter! Was der aushält mittlerweile. Manche Zombies verwandeln sich in Zombies, die explodieren. Feuergule. Muss richtig auf dem Kopf drauf bleiben gerade. Oh fuck, ich hab ne Nuke hier. Ja, mach. Ist am Anfang der Runde. Hab's ja. Leck mich fett! Leck! Bums könnte das ganze verdammte Schiff versenken. Ich glaube, dass wir uns über das Versenken dieses Schiffes keine Sorgen mehr machen müssen, so wie meine Frau das gerade gesagt hat hier, die Spiel. Ich glaube, wir haben die Runde fast perfekt beendet. Wir haben, glaube ich, nur noch ein, zwei Runner, oder? Bei mir ist noch gut was los. Aber ah, okay, dann können wir unseren umbringen, oder? Ich kann für nichts garantieren. Hier sind noch mehr. Weil ja, alles, was mich trifft, stirbt. Okay. Hörstoff! Items, Vorsicht! Whee. Und die Exploder-Zombies sind fies. Bei mir ist keiner mehr. Items? Wir haben noch einen. Ah, doch, einer hätte ich noch, aber der ist gleich tot. Aber wir haben noch einen. Okay, ich habe keinen mehr.
Okay, ja, dann lassen wir den hier am Leben erstmal. Ich schau mich nochmal unten um. Da muss noch was versteckt sein. Kommst du damit klar, Items? Ja, ja. Wo ist er eigentlich? Da ist er. Oder jetzt zu mir? Nee. Ja, die Frage ist. Können halt wir die Symbole in der richtigen Reihenfolge finden? Weil ich glaube, dass die Symbole, die aktiviert sind, sind auch die drei, die ich schon gefunden habe. Bis auf der Mond. Der wird mir nicht angezeigt, weil ich... Wie ich denn eigentlich meine Waffe? Da musst du unten in das Wasser gehen. Da, wo ich drinne war, wo ich gesagt habe, ich komme da nicht mehr raus. Ja, okay. Dann drehst du dich um. Also du musst sozusagen nach hinten... Also du springst ja... Du musst nach vorne runtergehen, oder? Nee, bei dir, wo ihr seid. Beim Maschinenraum hier unten. Ja, vorne. Ja, genau. Okay. Nee, ich bin auch unten und ich bin auf deiner Seite der Map. Also... In dem Moment, in dem du das erste Mal ins Wasser springen kannst, musst du einfach nur umdrehen. Da siehst du die Maschine aber schon. Ein Zahlencode. Das muss, ich glaube, das muss Scarlet aufmachen. Ich glaube, Items muss hier hin. Ein Zahlencode? Ja, dein Charakter hat damit, glaube ich, irgendwas am Hut. Sowas gibt's ja auch. Okay, bedeutet, ich müsste zu dir laufen. Ja, ich kann nichts eintippen, leider. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt kannst oder ob das einen Sinn macht, aber ich glaube, du warst hier noch nicht und vielleicht kannst du was machen. Ich bin ganz am Anfang des Schiffes, da wo wir spawnen. An der großen Treppe ist jetzt die Punch-Ding. Es wechselt also. Hast du gepuncht? Nee, hab ich nicht. Und an der großen Treppe ist aber einfach. Ja, das ist einfach, nur da muss ich erstmal hingehen. Ich war jetzt bei dem im Wasser und. Wie kam ich denn jetzt hier eigentlich aus dem Wasser raus? Da war eine Treppe an der Seite hinten. Okay. Hier komme ich nicht lang. Oh, nicht ertrinken, bitte. Ah, hier. Okay. Alternativ hole ich mir Odin. Naja, punchen ist schon gut, damit wirst du es gleich wesentlich einfacher haben. Also ich habe halt eine Sniper und die sagtet ihr wird... Ja, nee. Hast du das noch als Zweitwaffe? Das ist eine Pistole. Pistole punchen, wenn ist das die SZ da? Nee, das ist die, also ich habe noch die Standardwaffe. Nee, die explodiert. Oh, Moment, es passiert was. Ich hoffe nichts Negatives. Ich bin gespannt. Vielleicht sterbe ich. Ich lass gerade das Wasser ab. Unten okay. im Raum oder was? Ja. Ich gehe da mal hin wieder. Da war ich ja gerade erst. Also auf meiner Seite zumindest. Ich weiß nicht, ob das Achso. auf beiden zählt, aber bei mir ist jetzt gleich das Wasser weg. Guck mal, was Neues entdeckt. Hier ist das Wasser nicht weg. Ich habe sogar noch einen Part gefunden. Hier ist das Wasser weiterhin da. Wo ging es hier eigentlich hin, wo ich einmal fast gestorben wäre? Kannst die Sniper ja trotzdem mal punchen, vielleicht kommt es ja doch klar. Ist ja eh. Ist unser erster Run. Prinzipiell bin ich damit auch nicht unzufrieden, muss ich sagen. Die One-Hitted alles schön. Die hat vor allem Durchschlag. Das heißt, wenn die in der Reihe stehen, töte ich halt auch einfach mal drei Zombies damit.